Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Horst Reiter und wir sind in Folge Nummer 92 von Aborion. Ja, unser Weg führt Richtung Zentrum, um das Experiment zu finden, sozusagen, dieses KI-getriebene Schiff, um da vielleicht noch ein Xotan-Artefakt rauszubekommen. Also werden wir uns auf den Weg machen und das Ganze nach dem Intro. Bis gleich. Gut, dann schauen wir mal auf die Karte. Wir springen einfach Richtung Zentrum, denke ich mal. Lilith war wieder ausgegangen. Ja, einfach hier diese Richtung erstmal. Koordinatenübergezogen und los geht's. Da müssen wir hin. Computer berechnet. Wir sind ausgerichtet und können springen. So, und ich denke, wir springen gleich noch einen Schritt weiter. Was ist das hier? Notruf, Notruf, okay. Ja, Karte raus. Ziel ist angemeldet. Wir können wieder springen. Und gucken, ob da jemand ist oder nicht. Wenn da jemand ist, dann fragen wir den gerade. Na? Geht's noch weiter? Hier gibt es auf jeden Fall was zu finden. Ist das da einer? Ja, da nehmen wir den auch gerade mit, wenn wir schon hier in der Nähe sind, oder? Wenn der Asteroid uns vor Füßen liegt, dann nehmen wir ihn auch mit. Wer weiß, was wir da nachher bauen. So, da kann man einnehmen. Und was haben wir dann für eine Möglichkeit? Asteroid verkaufen. Geht nur an die Freibeuter. Da gibt es nur Geld für. Brauche ich nicht. Also behalten wir. Kurz auf der Karte, aber da sehe ich ja, dass der Asteroid hier ist, ne, oder? Ja, eingenommen Asteroid steht da. Und da oben die Marke ist weg. Das hatten wir letztens noch im Kommentar von Thomas Steder, glaube ich. Und der hat ja geschrieben, wenn, dann ist das weg. Und das ist es ja auch. Gut, jetzt ist hier aber in dem Sektor noch nichts mehr, oder? Nein. Dann springen wir mal hier hin. Warum ist das grün markiert? Das andere Schiff von uns. Naja. Da würde ich auch gerne hinspringen. Ne? Hier ist ein Heimatsektor. Gibt es den Blips hier irgendwo? Nee, ne? Ja, komm, wir springen einfach diese Richtung erstmal normal und gucken, dass wir da hinkommen. Auf geht's. Hier ist nix. Dann lass uns mal da hinspringen, weil da ist jetzt so eine Markierung. So, auf geht's. Transporter-Software. Hier ist das Bergbauschiff. Ich weiß gar nicht, ob man damit kommunizieren kann. Wir probieren es mal. Ja, kann man. Hast du von der KI gehört? Zumindest davon weiß ich nichts. Frage immer näher im Zentrum. Also wir müssen noch weiter im Zentrum. Okay. Hier ist nichts. Da unten ist er. Ja, bitte Flugvektor. Interessant. Weiter zum Zentrum wäre zum Beispiel hierhin. Was wir natürlich machen können, wir können auch ins andere Schiff springen, ne? Dann sind wir näher im Zentrum. Würde vielleicht Sinn machen, ne? Springen wir erstmal dahin, wo wir jetzt hin wollen. Hier ist auf jeden Fall schon mal was los, sind keine Verbündeten, aber ja, gehen wir mal auf die 9. Aber die Korvetten können wir, glaube ich, fragen und die können, da gibt es keine Antwort, ne? Oder wie war das? Ja. Ja, dann müssen wir mal überlegen, was wir hier machen. Wir könnten ja mit dem Schiff hier weiter im Süden ein bisschen was finden oder entdecken, nicht finden.
Dann würde ich aber sagen, springen wir hier in unser anderes Schiff, das hier vorne ist, oder? Schiff von Asralta. Ein Schiff in Sektor wechseln. Wechseln. Na, komm. Weiter geht's. So. Nicht als Party oder was? Ach, der baut nur ab. Dann war das gar nicht das Schiff, was ich gerade wollte, oder? Okay. Da habe ich mich wohl vertan. Ich war fest von überzeugt, dass das unser Schiff ist, wo wir durch die Gegend fliegen. Sportquelle Traveler. Asteroiden abbauen. Okay, da haben wir was versaut, auf Deutsch gesagt. Wo ist denn denn das Schiff? Was wir sonst hatten. Okay. Da muss es ja eins hiervon sein. War es der Traveler? Ich glaube, der Traveler war es dann, ne? Oder? Hat der eine Mission? Nein. Der baut ab. Er hat auch keine Mission hier. Ach, das ist auch die Spottquelle. Gut, dann war das der Traveler, wo wir drin saßen. Dann machen wir da mal schnell noch ein. Das Schiff hat kein, dein Schiff hat keinen Kapitän. So, jetzt hat es geklappt. Schiff in Sektor springen. Das haben wir gemacht. Jetzt müssen wir den einen den Auftrag geben, weiter abzubauen. Der hier oben war das, ne? Ressourcendepot gibt es ja auch, also kann er das definitiv hier so machen. Dann würde ich sagen, abbauen. Und dann Erze raffinieren. Und dann wieder abbauen. So müsste es richtig sein, oder? So, jetzt sind wir in dem Schiff, ist klar. Achso, wir müssen noch das zweite Schiff machen. Das müsste ja dieses hier sein, oder? Das hat keine Aufgabe auf jeden Fall. Und wir wollen jetzt hier springen. Nach da, nach da, nach da, nach da. Ja, und dann spring du mal dahin. Spring dann mal nach da. Dann spring nach da und spring nach da. Vielleicht entdecken wir da was. Keine Ahnung. Müssen wir mal schauen. So, hier müssen wir jetzt mal gerade jemand fragen. Ach so, doch, hier fragt er gerade. Von der KI gehört. Aha. Aber sie soll sehr gefährlich sein. Bist du dir sicher, dass du sie finden willst? 290 minus 58. Gut. 290 minus 58. Ist das? Ja. Gut. Dann müssen wir da mal hinkommen. Wir sind da.
Ja, dann ist das ein weiter Weg. Dann geht's da lang. Einmal ausrichten. Springen wir da hin. Schauen wir mal, wie wir weiterkommen, ne? Okay, hier gibt es ganz viele Blips, ne? Sollte man die alle markieren? Nee. Springen wir mal einfach dahin. Ach, warte mal, das ist hier so ein Sektor, so ein komischer Sektor, ne? Hier ist sowas wie so ein, ja, weiß ich nicht. Den sollten wir uns mal gerade genauer angucken, oder? Untersuchen. Okay, der sagt mir jetzt auch nichts. Da gibt es aber auch noch was. Vielleicht kann ich da auch noch mal was nachfragen. Der wartet ja auch auf Position. Schildchen gerade auf Position. Ich glaube, da war ich auch noch nicht jetzt. Fliege ich den auch noch gerade an. Schau das da auch noch mal an. Jetzt geht interagieren. Denkt Schildkinder, warte auf Position. Okay. Ich glaube, es sind nur drei Sachen hier gewesen jetzt, oder? Da war ich, meine ich. Ist hier eine Markierung? Nee, ne? Nee. Das müssen wir markieren. Notiz hinzufügen. Mehrere Sternformationen schreiben wir da mal hin. Ich weiß nicht, wofür es gut ist, aber naja. Hier ist natürlich das Ende des Risses, ne? Hat das was damit zu tun? Müssen wir mal schauen, ne? Okay, ausgewählt haben wir, wo wir hinspringen wollen. Das machen wir auch dann. Und gucken, dass wir da hinkommen. Zip. Geht, ne? So. Okay, wir kommen ein Feld daneben nur. Sehr schade, aber ist so. Und können wir springen. Und dann müssen wir gucken, dass wir unser Schiff noch ein bisschen flott kriegen, denke ich. Aber wir sind ja direkt daneben, ne? Das Experiment. So, da würde ich aber sagen, aufrüsten, machen wir nächste Runde und dann gehen wir in das nächste Feld und gucken, was da Sachlage ist, ne? Würde ich erstmal sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.